Hallo vom Tokyo Dome. In Japan gibt es ja ganz viele Matsuri, also zu Deutsch Feste, die an den verschiedensten Orten stattfinden, zu den verschiedensten Jahreszeiten und wo es die verschiedensten Dinge zu essen und zu sehen gibt. Und wenn ihr keine Lust habt, durch ganz Japan zu reisen, um irgendwann mal all diese Feste gesehen zu haben, dann habe ich heute einen sehr guten Tipp für euch, denn wir gehen heute auf das Furusato Matsuri, das heißt zu Deutsch so viel wie Heimatstadtfestival. Und hier wird es sehr viel zu essen und zu sehen geben, was es eben auch auf all diesen Matsuri gibt. Also das heißt, hier wird es verschiedene Stände zu den einzelnen Festen geben. Ich bin sehr gespannt, was uns da so erwartet. Max ist auch mit dabei. Auch gespannt. Ja, und wir gehen jetzt da gleich rein. Das ist der Tokyo Dome und wir hoffen, ganz viel zu essen zu kriegen. Ob das irgendeine spezielle Region oder so ist, wo Erdbeeren ganz toll sind, aber wir wollten erstmal was zu trinken und starten leicht mit einem Smoothie. Und was hast du dir gegönnt? Sehr leckere Karage. Yes. Mhm. Sie sind riesig. Mhm. Wirklich riesig. Ich habe mir einmal Melonenjelly gekauft und hier ist ein Teepudding drin. Den muss ich noch innerhalb der nächsten 3 Stunden essen, hat sie gesagt, weil der eigentlich im Kühlschrank muss. Das heißt, den werde ich im Laufe des Videos irgendwann noch essen. Es gibt hier übrigens 2 Bühnen, also einmal die, wo wir jetzt hier sitzen. Da werden so Live-Performances aufgeführt, die halt auch auf Matsuris stattfinden. Und dann auf dem Bildschirm, da seht ihr noch, das ist die andere Bühne. Die ist ein bisschen weiter hinten, also irgendwo dort, glaube ich. Und da finden halt auch Live-Performances statt. Eher kleinere natürlich, weil es eine kleinere Bühne ist. Aber ich finde es ganz cool, dass die hier auch auf der anderen Bühne sozusagen live übertragen wird, während halt hier gerade noch die Vorbereitung für die Live-Performance hier stattfinden. Also man verpasst nichts. Gegönnt. Das hat er nämlich noch in gute Erinnerung
als wir in Okinawa waren, haben wir das gegessen und es war so lecker. Und da bin ich jetzt mal über meinen Schatten gesprungen und habe mir das gegessen. Ich habe mich noch nicht so richtig entschieden. Ich habe jetzt noch mehr Süßkram gekauft. Wir sitzen jetzt hier und essen jetzt schon ein bisschen und genießen so ein bisschen die Atmosphäre. Jetzt ist gerade Licht aus. Finde ich, sieht auch sehr cool aus. Wie denn hier überall so alles leuchtet, das hat erst recht irgendwie so Matsuri-Stimmung. Das Ganze ist eigentlich ein Baseballstadion, deswegen hat man hier an den Seiten überall diese Ränge, wo halt die Leute sitzen und essen, so wie wir jetzt hier zum Beispiel. Diese Bühne, wo wir vorhin die eine Show geguckt haben, ist dort hinten. Also da sieht man auch diese Lampion-Dinger, ich weiß echt nicht, wie das heißt. Da ist diese ganz große Bühne. Hier ist die kleinere Bühne und dann hat man hier zwischen 90% würde ich sagen Essensstände und das Ganze so ein bisschen sortiert nach Regionen. Also wir haben hier zum Beispiel einmal Hokkaido, dann da hinten war Okinawa und zwischendrin ist auch immer noch so ein bisschen die anderen Regionen sortiert. Ich weiß es nur von hier oben gerade nicht, wo was ist. Es gibt dann da ganz hinten eine Ecke, da gibt es vor allen Dingen süße Sachen, wobei es zwischendrin auch überall süße Sachen gibt. Und dort das Pinke, das ist so die Osusume Street, also die Empfehlungsstraße, da sind die ganz besonderen Sachen scheinbar. Das ist so der grobe Überblick, also es ist echt riesig, es gibt viel zu essen, es sind unglaublich erstaunlich viele Menschen hier, obwohl wir an einem Wochentag hier sind. Ich bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Und? Schmeckt nach Bier. Sehr gut. Schmeckt auch nach Matcha? Nein. Schade. Bekannt ist, also die werden dort handgemacht und wir haben uns einen goldenen Daruma gekauft, weil goldene Daruma sind für Geld und so, dass man Geld bekommt und ein bisschen Geld wäre gut. Abseits davon wollte ich aber erzählen, dass es super witzig war, weil die Mitarbeiter Deutsch gesprochen haben. Also nicht wirklich, aber so ein paar deutsche Worte konnten sie. Also als wir miteinander geredet haben, haben sie so gemeint, so, ah, seid ihr Deutsch? Und wir so, ja. Und das ist erstaunlich, wie oft uns das passiert, dass wenn wir miteinander Deutsch reden, die Leute uns ansprechen und so sagen so, ah, spreche Deutsch, seid ihr Deutsch? Es ist wirklich witzig und hier ist es schon wieder passiert. Und jetzt gucken wir hier gleich eine Show. Vom Aomori Nibita Matsuri, glaube ich. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Das wird, glaube ich, richtig cool von dem, was ich bisher so davon gehört und gesehen habe.
Es ist jetzt tatsächlich 18.20 Uhr und wir sind jetzt gerade rausgekommen. Die Leute, die im Hintergrund schreien, fahren hier gerade eine Achterbahn. Also bitte ignoriert das Geschrei. Und wir haben tatsächlich den ganzen Tag dort verbracht. Also wir waren kurz nach 10:30 dort, glaube ich. Ich muss tatsächlich gestehen, wenn man mit der Erwartung hingeht, dass man von allen Matsuri, die es in Japan gibt, was sehen wird, dann ist es ein bisschen die falsche Erwartung. Es ist schon so, dass 90% da drin wirklich Essen sind und es sich um Essen dreht. Und es vor allen Dingen halt Stände sind von verschiedenen Regionen, Präfekturen, wo es eben spezielle Essenssachen gibt. Das ist kulturell in Japan einfach so ein krasses Ding. Das merkt man hier auch sehr stark und generell dreht sich bei Matsuri auch sehr viel um Essen. Also von daher ist das schon in Ordnung, dass es so ist. Das will ich gar nicht kritisieren. Ich hätte nur gedacht, dass vielleicht ein kleines bisschen mehr kulturelle Sachen noch da sind. Was kulturell auf jeden Fall da ist, sind die beiden Bühnen, auf denen halt ganz viel passiert. Und es ist auch so, dass jeden Tag dort was anderes passiert. Wir haben heute was vom Akita Matsuri und vom Aomoni Matsuri gesehen. Das waren die beiden, sag ich mal, größten Aufführungen. Und das fand ich wirklich sehr schön und sehr gut. Vom Aomoni Matsuri, das wollte ich unbedingt sehen. Ich habe davon schon so viel gehört und ich war so froh, dass das heute auch stattgefunden hat. Also, dass wir an dem Tag da waren, wo die das aufgeführt haben. Ich bin mir nicht sicher, ob die das jeden Tag aufführen. Aber wir hatten auf jeden Fall Glück und deswegen wollte ich da auch hin. Ich hatte das vorher nicht recherchiert, muss ich ehrlich gestehen. Deswegen hat das wenigstens geklappt. Es ist auch tatsächlich so, nachdem wir die Performances gesehen haben, dass ich ein bisschen das Gefühl habe, vielleicht sollte man da im Sommer hinfahren und sich das echte Matsuri angucken. Also gefühlt ist es auch ein bisschen eine Werbeveranstaltung, die auf jeden Fall funktioniert hat. Die Stände, die mir ansonsten im Kopf geblieben sind, sind einmal der Takasaki-Stand, weil der schon auch ein bisschen größer war und sie da auch ein bisschen was über Daruma erzählt haben. Und der Okinawa-Stand, der war auch richtig, richtig cool gemacht. Also der hat sich wirklich fast nochmal wie eine eigene kleine Community in diesem Riesenfest angeführt und das passt ja kulturell auch sehr zu Okinawa. Ich muss trotzdem sagen, dass es sich für 1600 Yen, also ungefähr 11 Euro, trotzdem auf jeden Fall gelohnt hat. Das ist der Eintrittspreis in der Woche, wenn man vorab Tickets kauft. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Dadurch haben wir heute einfach 400 Yen gespart, die wir mehr in Essen stecken konnten. Apropos Essen und Geld ausgeben, ich schreibe euch mal hier hin, wie viel Geld wir am Ende jetzt wirklich für Essen an diesem Tag dort gelassen haben. Das war nämlich auch noch mal einiges zusätzlich zum Eintrittspreis. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt für die Atmosphäre, für die Performances und insgesamt einfach für die Interaktion mit den ganzen Leuten. Also alle waren wirklich super lieb an den Ständen und waren auch sehr offen uns gegenüber. Und das war wirklich sehr, sehr schön. Hat sich gelohnt. Wir haben nicht gedacht, dass wir dort einen ganzen Tag verbringen, aber es ist passiert. Und wieder Leute, die random Deutsch sprechen. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt einen kleinen Einblick in das Furusato Matsuri bekommen. Und wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr mehr von Japan sehen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder.